Jo Moin Leute, wir sind jetzt hier auf dem Markt in Sonsevera. Wie man sehen kann, ist in Mallorca auf dem Markt alles frisch. Es ist wirklich alles komplett frisch hier. Also es ist jetzt nichts, was da sehr doll behandelt ist. Also ich finde den Markt hier eigentlich ganz gut. Ja, ich nehme euch mal auf so eine kleine Rundreise mit. Wie gesagt, mein zweiter Vlog hier. Und dann wollen wir mal gucken, ja, was uns hier so noch über den Weg läuft. Bis gleich. Ja, und was hat man auf einem Markt natürlich? Ja, was hat man wohl? Man hat Blumen, weil hinter mir und so, da sind alles voller Blumen. Die sind alle frisch, man kann es kaum glauben. So tolle Palmen, guck mal. Also hier auf Malle ist echt saugutes Wetter. Wir sind hier auf dem Markt in Sonsevera, falls ihr das wissen wollt. Also das ist an so einer Kirche. Wir waren, wir waren Dienstag auf dem Markt in Arta. Das könnt ihr auch nochmal angucken. Und ich bin im Hotel Bahia Grande. Ich zeige euch das Hotelzimmer auch nachher nochmal. Also schöne Musik ist hier auch auf jeden Fall. Ich finde das sehr gut. Oh ja, viele Autos. Wir gehen mal über die Straße, wenn dann kein Auto kommt. Verdammt, das Scheiße nochmal. Wo müssen wir schon rüber? So, jetzt sind wir drüben. Und bis daher. Ja, hinter mir sieht ihr was ganz Tolles. Da ist ein Hähnchengrill. Und man kann einfach nur sagen, es ist hier fresh, total fresh, weil hinter mir ist auch Schinken, was ich euch jetzt zeige hier. Alles fresher Schinken und Käse. Alles hier fresh. So, dann gehen wir weiter. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Wir haben hier Klamotten. Ganz viele Klamotten und natürlich, was in Spanien beliebt ist, hier ist nix FC Bayern. Wisst ihr, was hier ist? Der FC Barcelona. Ja, da drüben ist Gemüse. Das kann ich jetzt nicht zeigen. Ja, hier sind Caps ohne Ende. Wie auch immer. Hier. Zack. Ja. Und dann bis daher. So Leute, ich muss das jetzt einmal zeigen. Ich kann es nicht mehr aushalten, wie fresh das hier alles ist. Wartet, aufpassen und los geht's. Frische Erdbeeren. Nicht mal zu teuer. So, dann geht's hier weiter und es ist alles frisch. Guckt euch die Bananen an. Total frisch alles. Hier hinten, da sind auch Blätter dran. Frische Kiwis. Äpfel. Also man kann ja bei dem Angebot echt nicht meckern, was die hier auf dem Markt haben. Also ich meine, es ist wirklich alles frisch von der Plantage und alles. Hinter mir ist Honig und Wein. Und da drüben sind Schuhe, die zeige ich euch jetzt auch nochmal gleich. So Leute, jetzt haben wir die Gelegenheit und hinter mir seht ihr Schuhe ohne Ende. Schuhe, 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 wie das Auge reicht. Und jetzt gehen wir mal weiter. Was ist hinter mir da? Alles voller Kleidung. Und was ist da? Spielzeuge und Puppen und so weiter. Und das Wetter, wie ihr seht, ist ein Sommerspitze. Jo, ich begleite euch weiter über den Markt und dann, wie immer, bis gleich. Und ich zeige euch gleich mal ein paar andere Sachen, vielleicht auch Fotos, wer weiß. Bis gleich. Leute, ich glaube, ich spinne. Guckt mal hier hinter mir. Fisch im Kreis. Kriegst in Deutschland nicht. Und alle sind Fisch. Oh, scheiße, dass ihr das echt nicht riechen könnt. Das ist, naja, Frank Rosin sagt immer Gaumensex, das ist so. Jo Leute, ich habe mir bei dem Stand da hinten gerade ein paar Erdbeere gekauft, die ich jetzt essen werde, weil die sind so unglaublich lecker. Oh, Gaumensex, Alter. Die sind so lecker, ne? Die kriegst du in Deutschland nicht. Ich habe da eben 300 Gramm gekauft. Die haben normal 3 Euro gekostet und er meinte nur, dass wir nur 1 Euro bezahlen müssen, beziehungsweise ich muss den Euro bezahlen, oder beziehungsweise mein Vater. Und das kriegst du in Deutschland nicht, also da sind sie nicht so wirklich mit den Preissenkungen. Ja, bis gleich. Jo Leute, das war der zweite Vlog. Jetzt fahre ich nach Hause. Der dritte folgt, denn wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich auf Mallorca vielleicht vor irgendwas für euch filmen soll, schreibt es in die Kommentare. Und bis dann. Tschüss zu Eddie for this place.